fire. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind wieder da mit Bioshock 2. Und wir sind jetzt auf dem Weg, die Blumen, die wir gesammelt haben, dazu zu nutzen, den guten Gil Alexander herauszulocken und ihn dann, naja, von seinen Qualen zu befreien. Aber ich schätze mal, das wird nicht ganz so einfach. Irgendwas wird jedoch jetzt noch passieren. Wir können vorher auf jeden Fall nochmal... Ja, wir haben ordentlich Geld gesammelt. Und können uns nochmal vernünftig ausrüsten, würde ich sagen. So, dann gehen wir nochmal rüber an den anderen Automaten. Und... Ah, hier liegt noch die Big Sister aus der letzten Folge. Was ist das? Eine Big Sister kombiniert die Stärke eines Big Daddy mit der Adam entziehenden Fähigkeit einer Little Sister. Sie ist gepanzert, tödlich und kann im Ozean überleben. Aber sie ist auch in der Lage, Leichen Adam zu entziehen und ihre Plasmidfähigkeiten zu steigern. Wird eine Little Sister von einem Splicer entführt, dann stellen die Big Sisters die letzte Verteidigung, wenn sie aus den Schatten auftauchen und den Angreifer jagen. Danach kehrt die Little Sister in das System zurück, um erneut mit ihrer Arbeit zu beginnen. Oder das Adam wird von dem aufsässigen Splicer geborgen. Neben den Sprung- und Stoßangriffen verfügen die Big Sisters auch über genetische Fähigkeiten wie Abfackeln und Telekinese. Big Sisters sind äußerst beweglich und können wie ein Spider-Splicer Mauer erklimmen, um ihre ahnungslosen Ziele zu erwischen. Ja, haben wir auch mal was gelesen hier. Wo ich gerade gelesen habe, Brutsplicer, die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, hier können wir nichts kaufen, aber wir haben jetzt ein bisschen Geld verballert. Und jetzt aktivieren. Behältersystem für tiefste Lebensformen online. Jetzt bin ich mal gespannt. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Bam, 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 du Nutte. So nicht, Freundchen. Noch eine? Na, wer will noch? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Tralalalala. Lol, falscher Knopf. Atata Peng. So. Stirb, Bitch. Wie viele kommen denn hier jetzt? Aua! Alter, noch einer von diesen Wichsern. Gut, dass ihr mir so viel panzerbrechende Muni gekauft habt. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass wir noch ein paar davon sehen werden. Alter. Jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Ich muss mal schnell mein Kabel ins Headset stecken. Alter, ist der Typ... Moment.
So, Kabel ausgerollt und Kabel rein in das Headset. So. Alter. Es ist ekelhaft. Ach, da ist er. Danke. Du hast den Schlüssel zu Lems Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfeld-Station zu gehen und ihn benutzen. Ja, das werden wir auch tun, aber erstmal muss ich mich hier... Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen, und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Du musst mich nicht töten, Delta. Bitte. Ich gehe auch hier raus. Ich werde draußen leben. Was? Nein. What the fuck? Alter. Wir haben ihn vernichtet. Aber das habe ich ja in der letzten Endcard schon gesagt, oder im letzten Endscreen. Ich werde ihn einfach von seinem Leid erlösen, weil das ist doch... Wow. Und so wollte der draußen im Meer leben, also... Da wäre er wahrscheinlich auch gestorben. Das ist die Oxyfield-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Yep. Mach ich. Alol, da hinten. Yeah. Ich bin da, Eleanor. Daddy kommt zu dir. Eleanors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Aha. Hat man ja bei Gilbert gesehen, ja, wie das... sich auf ihn ausgewirkt hat. So, ein neues Gebiet. Das heißt dann auch neue Little Sisters. Drücke M und geh zum Reiter Nachrichten, um dir die Funknachrichten und Audiotagebücher erneut anzuhören. Wir sind endlich da.
Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Ihre Mami kann mich mal am Arsch lecken. Persephone. Wie viele Sisters haben... Keine? LOL. Och, jetzt stürzt das Spiel wieder ab. Warum stürzt dieses Spiel immer ab? Diesen Punkt verstehe ich nicht. Naja. Bis gleich, meine Freunde. Bis gleich. Schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe. Beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. So, meine Freunde, jetzt endlich mit Sound, oder ich habe es hier nachsynchronisiert. Mir ist eben aufgefallen, dass mein Mikrofon noch gar nicht runter war oder eingeschaltet war.
Ja, Dummkopf würde ich sagen, ne? Aber ich habe die paar Szenen vorher mal eingeblendet. Vielleicht spreche ich da kurz drüber, mal gucken. Oder das sind ja nur 5 Minuten, das geht. Toll, jetzt habe ich gerade so viel schöne Sachen erzählt, aber egal. Das sollte wohl nicht sein, sagen wir mal. Ich habe gerade darüber erzählt, dass ich einen Ohrwurm hatte. Von so einem YouTuber, der halt Lieder singt mit anderen Stimmen. Und da hatte ich halt... Der hat ein Video, da macht er die ersten 150 Pokémon-Stimmen auf Englisch. Macht er die Geräusche nach, die Sounds, so. Ja, wie sie ihren Namen sagen oder ihren Ruf. Ja, ihren Ruf nicht, ihren Namen aus der Serie. Geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ist nur zu empfehlen, der YouTuber. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Alter, ich sag ja, der Typ ist nicht ganz sauber. Also wie gesagt, ist ein cooler YouTuber. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich kann bloß, ja, der hat ein Lied gemacht, oder gecovert. Hello von Adele. Und zwar mit Disney-Stimmen. Also er hat seine Stimmen in Mickey Mouse umgewandelt, oder... Ja, umgewandelt, der hat das alles... Der kann sowas, der kann seine Stimme verstellen. So wie das aussieht. Und... Hört sich cool an, ist nur zu empfehlen, einfach mal suchen Hello Disney Style oder so. Quarantäne-Areal? Eins mit ihr. Geld! Geld, 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 Geld. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Haben wir sie echt gefunden? Ich rüste mal noch ein bisschen auf. Ich habe das Gefühl, hier kommen Big Daddies. Da kommen wir nicht rein. Oder Big Sisters. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Oder ich erinnere mich einfach jetzt. Vielleicht ist das auch eine schlechte Erinnerung. Ich weiß das nicht. Aber irgendwas passiert hier. Das weiß ich. Und ich möchte nicht drauf ankommen, dass so etwas passiert. So, hier liegen da ein paar Medikits rum für uns. Hier sind auch überall... Alter, hier ist ja alles... Das ist wie der Endkampf vor Atlas. Da war auch nochmal alles. Also der Endkampf mit Atlas. Davor im Raum war nochmal alles zu sehen. Oder alles konnte man noch benutzen. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt wie erwartet und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Wo bist du denn? Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Was? Wusste ich doch, dass sie sowas hat. Ja, genau, zwei. Alter, ihr seid doch scheiße. Ja genau, ich schieße auf meine eigene Kanone, ich Idiot. So nicht, Fräulein. Alter! Die fressen aber ordentlich.
Aua! Boah, die gibt mir aber ordentlich einen mit. Alter, mach einen Abgang, du Bitch. Jetzt kommt die auch noch an. Aber wir haben keine Money mehr dafür. Super. Erstmal den hier. Stellt nach Adam, sammelt deine Gesundheit wieder her. Nice. Aber was will ich denn mit einem Fallenspeer? Hier, den wollte ich haben. Machen. Abgang! Alter, 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 alter. Ah. Jetzt spring doch da einfach rein. Beeilung jetzt. Die Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein. Ah ja, geh mir um den Sack. Muss hier erstmal looten. Alter. Eleanor. Wie groß du geworden bist. Was? Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. What the fuck? Diese hinterhältige Bitch. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Ach, sie sitzt dahinter? Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Sie hat dich ständig beobachtet und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Okay, das heißt, unsere Entscheidungen haben anscheinend Auswirkungen. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter, auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. What the fuck? Vergib mir. Alter! Das hat sie jetzt nicht echt gebracht. What the fuck? Was für eine Bitch? Was für eine Rabenmutter? Er stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. What the fuck?
Du hast nun die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Zu ernten. Aha. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Aha! Schlaues kleines Mädel. Und so sieht das für die Little Sisters also aus. Kriech durch die Schleuse da. Eine wunderschöne Welt. Im Gegensatz zum trostlosen Rapture. Kein Wunder, dass die immer so rumtanzen. Ich dachte, ich kann jetzt richtig hier durchkrabbeln. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Ah, hier bin ich wieder. Da ist Eleanor. Sie liegt da einfach. Okay. Hey, guck mal da. Versteck. Hä? Okay, da gehen wir doch auch gleich mal durch. Schade, dass man da nicht so richtig durchkriechen kann, dass man da drin auch lenkt. Büro von Sophia Lamp. Du bist drin. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Benutze die Sicherheitsfreigabehebel. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Aha. Sie schreibt? Sie merkt gar nicht, dass sie beobachtet wird von einer Little Sister. Hihihihi. Was da ist? Darf ich das drücken? Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister-Anzugs finden. What? Können. Bitte, bring sie mir. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch, ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Hallo! Ihr seid doch Splicer, warum jagt ihr mich nicht? Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen. Dauernd erinnert sie mich daran, dass ich einzig dazu geboren wurde, um ihre Ideale zu fördern. Und jetzt will sie mich überreden, mich mit dem gleichen Cocktail zu splicen, der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat. Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen. Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit. Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte, und ermordete ihn vor meinen Augen. Vater, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen. In dem Moment verlässt sie das schöne Bild also. Oh, ein Engel. Ein wunderschöner Engel. Ja, meine Freunde, und mit diesem Engel verlassen wir jetzt auch diese Folge. Ja.
durch die Unterbrechung ging sie ja nun ein bisschen länger als eine halbe Stunde, glaube ich. Naja, interessant jetzt auch mal zu sehen, wie das alles aus der Sicht einer Little Sister aussieht. Es ist sehr faszinierend, dass die alles in so einem, naja, kindergerechten Blick wahrnehmen. Alles ist weiß, alle sind nett und freundlich, sehen gut aus, die Toten sind Engel, das ganze Gegenteil von Rapture. Also es ist kein Wunder, dass die wirklich so durch die Gänge tanzen und sich über alles freuen. Aber naja, mal gucken, wie lange wir in diesem Zustand bleiben. Ich schätze mal, das wird nicht ganz so lange sein. Und naja, wir besorgen für Eleanor tatsächlich einen Big Sister Anzug. Das heißt, sie wird uns wohl zur Seite stehen. Naja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, meine Freunde. Macht's gut. Beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.